Aber nachdem die Leute erfahren hatten, was wir durchstehen, denke ich, sind meine Cortisolwerte einfach durch die Decke geschossen. Denn es ist schwierig, öffentlich einen so privaten Kampf auszutragen. Ich höre, was Sie denken. Aber wissen Sie, was mich wirklich interessiert wäre, zu hören, was Sie fühlen? Sagen Sie ihr, was Sie fühlen. Naja, ich denke, wenn du alles Nein, halt. Erläutern Sie nicht analytisch, was Sie fühlen, sondern sagen Sie ihr, was Sie fühlen. In einem Wort. Klar. Wütend? Cynthia? Angeklagt. Sehr gut. Ja? Fortschritt. Aufgeregt. Ja. Erleichtert. Das ist es. Ja. Wir sind toll mit Gefühl. Okay, Leute. Das war sehr gut heute. Das war's für heute. Oh, verstehe. Gut, ja. Schön. Wie waren wir? Waren wir gut? Ich meine, schaffen wir es? Naja, das war unsere erste Sitzung. Also, Wir suchen hier nicht nach einem Endresultat. Das ist kein Wettbewerb. Das verstehe ich ja. Aber haben Sie auch schon Paare gesehen, die schlimmer dran sind? Ja. Oder sind wir hoffnungslos? Würden Sie uns einen numerischen Rang zuweisen? Verstehen Sie, Doc? 1 bis 10. 1 wäre das Schlechteste, 10 das Beste. Nein, warte kurz. Wo würden Sie uns platzieren? Genau da, wo Sie sind, Sir. Und wenn Ihnen jemand eine Waffe an den Kopf hält und sagt, Sie müssen in der Sekunde antworten oder ich schieße, werden die es schaffen? Was sagen Sie, hä? Was würden Sie sagen? Wow! Okay, niemand hält mir eine Waffe an den Kopf, Mr. Smith. Rein hypothetisch. Dies ist kein Ort für unangebrachtes Verhalten. Und man richtet bestimmt keine hypothetische Waffe auf seinen Therapeuten. Entschuldigung. Ist schon gut. Reinigen wir das Karma. Okay? Schon wieder im Holster. Thank you.